Ich würde sagen, wir fangen mit dem Video von Justin an. Unsere letzten Fashion-Einkäufe mit David Alaba. Ja, das interessiert mich auf jeden Fall. Da bin ich doch mal gespannt, was sich Justin und David Alaba... was sich da Justin und David Alaba rausgelassen haben. Muss an der Stelle einfach mal sagen, dass ich Justins Brille absolut geisteskrank nice finde. Mit dieser leichten Pinktönung und so. Das hat auf jeden Fall was. Also, das sieht definitiv schlecht aus. Was mich triggert, ist hier schon der IKEA-Kleiderständer. Aber schauen wir mal, meine Freunde, was die beiden sich hier rausgelassen haben. Flix! Video von mir. Heute mal ein ganz besonderes Video von mir, was vielleicht auch der Beginn einer neuen Serie wird. Closet Favorites oder so, Latest Pickups und so weiter. Name steht noch nicht fest, steht auch noch nicht fest. Latest Pickups heißt jetzt mein Format, Justin, das ist jetzt gestohlen an der Stelle. Ob das eine Serie wird, aber wir haben auf jeden Fall als ersten Gast David Alaba dabei. Ihr wisst ja, ich habe einen Style-Check von David gemacht. Wir haben gequatscht, gesagt, ey, sollen wir vielleicht einen Instagram-Livestream machen, wo man ein bisschen über Mode redet etc., weil ihn das Thema auch sehr begeistert. Und dann hatte ich die Idee, was wäre, wenn man vielleicht einfach ein YouTube-Video macht. Ganz, ganz ausgefallen und wilde Idee, Justin. Da haben alle mehr von und können das auch länger genießen als 24 Stunden auf Instagram. Ja, jetzt sind wir hier. Wir haben gesagt, wir stellen unsere 5 Latest bzw. Favorite Pickups vor, weil ihr kennt meine Latest Pickups schon, weil ich Fashion Pack Openings mache. David bekanntlich ja nicht. Wieso macht David Alaba keine Fashion Pack Openings? Was soll das eigentlich? Also, spielt er noch Fußball oder kann der auch einfach mal seine Schuhe zeigen? Und er zeigt heute seine Latest Pickups. Ich zeige unter anderem meine Latest Pickups, die ihr noch nicht gesehen habt, plus die Favorites aus den letzten Wochen, / Monaten. Was mich ernsthaft mal interessieren würde, was schätzt ihr, wie viel Geld gibt Justin im Monat für Klamotten und Mode aus? Also das ist ja sein Content, das ist sein Beruf, das ist seine Passion. Was schätzt ihr, was so ein Justin monatlich an Kohle rausballert, Digga? Bin mal gespannt, Mann. Schauen wir mal ganz kurz hier, was hier so an 100k, 10k, 10k, 1k, 20, 40, 100k, 500, 15k. Also ich schwöre, ich hätte jetzt gesagt so 15.000 auf jeden Fall, Digga. 10.000 vielleicht, 5.000 so um den Dreh, je nachdem. Sind ja doch ein paar Sachen dabei, die schon immer ein bisschen teurer sind. Mit Schmuck und allem drum und dran, sagen wir mal Parfüms eventuell noch dazu, Parfüms. Also 10k denke ich doch mal schon, oder? Ist aber auch halt Passion, da verstehe ich schon. Kommen wir zur ersten von 5 Sachen. Und zwar wisst ihr, ich bin ein großer Vintage-T-Shirt-Fan. Egal, ob es jetzt Harley-Davidson-Vintage-T-Shirts sind oder... Oder hier, Hardrock-Café, Bro. Ganz wild. Hardrock-Café-T-Shirts. Ganz toll, also... Die sind super. Rapper-Merch aus den 1990er, 2000er Jahren. Und ja, das hier ist auch eins davon. Ein Vintage-T-Shirt, was wirklich... Wann ist ein T-Shirt nicht mehr Vintage? Also, wie weit geht Vintage zurück? Wenn ich jetzt ein... Ja, nicht. Man kann ja kein T-Shirt aus 1940 tragen, das macht man nicht, ne? Da sind komische Motive wahrscheinlich drauf. Super, super rare ist. Pieces hat mir das Ganze besorgt. Unfassbar. Nicht schlecht. Das findest du so gut wie nie mehr, weil es einfach so unfassbar selten ist. Es ist sehr, crazy. Sehr erhalten. Das ist Size XL. Wir haben das vom Schneider noch minimal croppen lassen, sodass das wirklich so ein Fit hat wie die T-Shirts, die wir heutzutage alle feiern. Also Drop Shoulders, Ärmel bis in die Armbeuge rein. Aber von der Länge her dann relativ normal. Ja, der Print ist wirklich noch sehr, sehr gut erhalten. Das T-Shirt ist circa... Ist ja einfach so, dass die Shirts... Ja gut, der hat jetzt keinen Drop-Shoulder-Schnitt, aber das ist auch Kilian Jonas, den Scheiß, den ich hier trage, ne? Was will man da erwarten? 20 Jahre alt, würde ich schätzen. Ganz, ganz krankes Teil. Wir haben hier Jay-Z. Hätte ich übertrieben Schiss, dass das... dass ich das kaputt... Ja, ist ein Rolls-Royce. Ja. Ich weiß es gar nicht ganz genau. Ich glaube, es ist ein Rolls-Royce. Okay. Man sieht es hier auf jeden Fall. Ich hätte überschiss, Digga, dass ich das kaputt waschen würde. Ich schwöre, ich gehe mit meinen Klamotten scheiße um. Es ist einfach so, Digga. Wildes Shirt gefällt mir sehr gut, würde ich 1:1 genauso tragen. Vor einem Auto auf der Rückseite haben wir nochmal Rockefeller Records, also das Label-Logo. Sehr, sehr krankes T-Shirt, coole Farben und es gibt auch mit diesem Glow. Vintage-T-Shirts, wo der Print wirklich über mehrere Jahre so krank ausgeblichen ist. Deswegen ja, freue ich mich sehr, dass ich jetzt im Besitz so eines T-Shirts bin. Geil, Digga. Meine Nummer 1. Kommen wir als zweites zu einem T-Shirt, was ihr schon gesehen habt. Ich habe es euch schon gezeigt. Das Heads or Tails. Das Hemd habe ich euch auch schon mal gezeigt, aber es kommen auch gleich noch Schuhe, die ihr noch nicht kennt. Das T-Shirt habe ich euch schon mal gezeigt. Das ist, wie gesagt, aus der Peso Heads or Tails Kollektion, die am 3. Juli droppt. Also ist nicht mehr lange hin. Und auch eigentlich ein schönes Design. Da muss ich mich auf jeden Fall mal bei Justin melden, dass ich mir das zurücklegen lasse. Das gefällt mir doch ganz gut tatsächlich. Ich mag ja das Babyblau extrem. Babyblau ist für mich eine sehr, sehr schöne Farbe. Und ich finde es cool, dass das mittlerweile so Unisex-Farben ist. Das war früher so eine Farbe, ja, halt für Babys und Frauen.
fand ich immer schwachsinnig. Farben kann jeder tragen, wie er will. Und finde es cool, dass das damit drauf ist. Gefällt mir. Ich habe einfach gemerkt, dass ich es in der letzten Zeit super gerne trage. Einfach weil ich finde, dass das so die nicesten Schnitte sind, die es gibt. Natürlich, weil ich die sozusagen auf meinen Geschmack komplett anpassen kann. Aber ich denke, viele sehen das auch so. Und der Stoff ist einfach dick und weich. Und das ist alles in allem sehr, sehr nice. Und ich finde, man hat auch so ein bisschen den Vibe von einem Vintage-T-Shirt, weil der Print so geil verblasst ist. Wir haben hier die zwei Münzen drauf. Heads or Tails Collection. Wäre jetzt geil gewesen, wenn er gesagt hätte, ja, weil der Print halt einfach schlecht ist. Kollektion, also Kopf. Bene von Randomizey, Dankeschön für eure Subs. Kuss. Mit dem Artwork und ich finde es einfach ein sehr, sehr geiles T-Shirt geworden. Und deswegen zählt das auf jeden Fall. STC Dragon, Dankeschön, Bro. Pickups sozusagen, obwohl ich es mir halt selber dann genommen habe. Aber ganz, ganz krankes Teil und das gehört auf jeden Fall auch zu den Sachen, die ich in letzter Zeit am allermeisten trage. Kommen wir dazu zurück, und zwar einem Hemd von Casablanca. Ihr wisst, Casablanca cool. Seit diversen Wochen fast meine Favorite Brand geworden. Fühle ich auch, die haben sehr, sehr coole Sachen tatsächlich. Ich mag ja diese Seidenhemden und sowas da. Weil die einfach sehr, sehr nice Sachen releasen und noch nicht so ultra auf dem Radar sind. Mittlerweile fangen auch einige Leute an, Casablanca häufiger und plakativer zu tragen. Finde ich sehr nice, finde die Marke hat auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit verdient. Das ist ein Hemd, was man jetzt nicht jeden Tag tragen kann, aber wenn man... Kann ich auch nur Guilty Parties empfehlen. Guilty Parties auch sehr, sehr wilde Hemden. Aber was Japanisches und sowas ist ein bisschen weird teilweise vom Schnitt. Oder sonst was, dann finde ich, ist das schon... Macht das schon sehr, sehr krass was her. Ich finde es cool, Digga, muss ich sagen. Gefällt mir. Seidenhemd, Casablanca Tennis Club. Hat hier oben noch so einen Knopf. So ein auffälliger, hat auf der Rückseite nochmal so einen Sonnenuntergang mit diversen Einrichtungsgegenständen. Und mit diversen Einrichtungsgegenständen. Der geschwurbelt sprechende Boss ist es. Ja, vorne nochmal das gleiche, also so ein ja, wäre jetzt nicht meins, also ich sehe mich darin nicht, aber für Justin ist es perfekt. Mit so Ziernähten und so, alles sehr, sehr nice und hochwertig gemacht, geiler Fit. Ja, ich habe mich bewusst für das hier entschieden, weil dieses T-Shirt und die Samtjacke und so weiter, die ich von Casablanca habe, die sieht man halt relativ oft, aber sowas hier ist schon was Gewagteres, deswegen dachte ich, bei Japan ist immer eine Nummer größer bestellen, als man hat. True. Kommen wir dann als Viertes zu einem neuen Schuh-Pickup, den ich gemacht habe. Und zwar ist das ein Dank, ihr wisst, in letzter Zeit feiere ich Dank sehr, sehr krass, das ist so ein Brasilien-Colorway, kann man wirklich schon sagen. Ist absolut Brasilien. Geht mir nicht rein, der Schuh, muss ich sagen. Gefällt mir nicht. Ich habe ja dieses Casablanca-T-Shirt mit dem gelben Tennisball drauf, dem grünen Dreieck drum und so. Da kann man das sehr, sehr nice dazu kombinieren. Ich weiß nicht, ob David das feiern wird, weil er ist eigentlich so Team Adidas trägt, nur Adidas-Schuhe fast. Mhm. Außer jetzt so High-Fashion-Sachen. Aber ich finde, der hat sehr, sehr gut in meine Collection gepasst. Deswegen habe ich hier noch... Bin mal gespannt, was David Alaba sich rausgelassen hat, Alter. Und auch farblich passend dazu kommen wir schon zu meinem fünften Pickup. Und zwar ist das der Louis Vuitton Trainer Sneaker. Das ist eigentlich meine Favorite. Sehr, sehr geil. All-Time, weil das ist einfach so ein perfekter Schuh, gefällt mir sehr. Sieht aus wie so ein Tennisschuh aus so 2003 oder 2004 oder sowas, so richtig auf Tennistrainer halt angelehnt. Ne? Sehr, sehr gut persönlich. Ihr wisst, ich habe drei verschiedene Colorways davon, beziehungsweise der blaue Colorway ist ja nochmal ganz leicht anders modelliert. Aber der grüne, würde ich schon sagen, ist eigentlich mein Favorite, weiß-grün. Passt sehr, sehr nice. Hilly, check ich gleich mal aus, danke dir, Bro. Von Casablanca auch, die ich in letzter Zeit auch rocke. Und das ist einfach ein ganz, ganz kranker, gelungener Schuh. Made ist schön, Digga. Sehr, sehr gute Qualität und ich finde, der ist eigentlich jeden einzelnen Euro wert, auch wenn der sehr, sehr teuer ist. Immer wenn ich gefragt werde, ey, welche Schuhe kannst du empfehlen, Preis egal, dann sage ich eigentlich immer der hier. Wie gesagt, ich bekomme natürlich nichts von Louis dafür, schön wär's. Sehr, sehr nice Schuh. Imagine, du hast Louis Vuitton Sponsoring. Das war mein favorite latest Pickup. Schöne Sachen auf jeden Fall. Mal seine. Hallo Leute, hier ist euer David. Der Reaktionspost hat auf meinen Style reagiert. Und heute zeige ich euch meine letzten Top 5 Pickups. Wie chillig, dass ihr da mitmacht. Da sieht man natürlich auch hier ganz klar Justin noch mit dem IKEA-Kleiderständer. Er hier mit dem Rosé-Gold, matt-schwarzen Kleiderständer und auch Rosé-goldenen Kleiderbügeln. Justin, da musst du noch ein bisschen hustlen, bis du dir den holen kannst. Das ist erst die Zugspitze. Du musst auf Mount Everest. Ne? Die Uhr spricht auch für sich. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem Poloshirt von Magella. Oh, Magella finde ich auch cool. Sieht aber angezogen auf jeden Fall nice aus. Mag ich auch gerne. Zu dem Anzug würde ich jetzt mal sagen, von Second Layer. Oh, das ist interessant. Selber tragen würde ich es nicht, aber ich würde es gerne angezogen sehen tatsächlich, aber ich finde es cool. Die Hose dazu, die etwas weiter geschnitten ist und die Jacke dazu. Hier haben wir eine Jacke von Camiel. Auf matrosenmäßig, ne? Also hier mit diesem Halstuch und so, nicht schlecht. Die auch wirklich sehr schön angezogen aussieht. Hier haben wir Sneakers von Dior.
die, glaube ich, auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen komisch aussehen. Finde ich gar nicht, finde ich richtig, richtig wild. Gefallen mir wirklich, wirklich gut, Mann. Aber mit weißen Tennissocken kommen die echt gut. Ja, safe. Muss man sich auf jeden Fall trauen. Aber mir gefällt es wirklich sehr gut. Jetzt habe ich noch cool. Zwei Accessoires. Einmal eine Seh- oder Lesebrille, wie man es nennen möchte. Boah, da habe ich auch mal überlegt, mir so eine mit so fetten Rändern zu kaufen, mit so einem dicken Gestell. Sieht aber bei mir absolut scheiße aus. Von Jacques Marimage. Und hier eine Sonnenbrille von Jacques Marimage. Aber krass, dass er so drin ist. Bei einer Sonnenbrille ist es wieder was anderes, das, ne? Meine letzten 5 Pickups. Ich hoffe, sie gefallen euch. Nice, Digga, nice. Cool. Alles Gute. Chillig, dass er da so mitmacht. Sehr, sehr nice. Vielen, vielen Dank dir, dass du dabei warst. Jacques Marimage Brillen. Sehr, sehr nice. Coole Marke. Die hier ist ja auch von Jacques Marimage. Dior Schuhe, Magella Sachen und so. Auch sehr, sehr feierbar. Und ja, Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn not ja, bad. Sehr gerne ein Like da. Schreibt mir auch mal in die Kommentare, ob ihr... Chilliges Format, Justin. Finde ich cool. Geht mir gut rein. So viel dazu.